Hallo. Es ist, glaube ich, gefühlte 20 Uhr abends oder so. Jochen macht noch Video und wir haben jetzt noch mal eine halbe Stunde an ein paar Gedanken gesessen, wie wir in Zukunft die Dinge organisieren oder so. Keine Ahnung. Wir haben ein paar Gedanken einfach nur skizziert. Auf einem Brett. So. Genau. Und ich glaube, das ist ganz gut und wir wollten euch das nochmal eben teilhaben lassen, weil wir uns natürlich wünschen, dass ihr auch alle da wäret. Und weil wir ja so schön digital sind, seid ihr es auch. Also, wir haben uns überlegt, was gibt es eigentlich für Bereiche? Ganz grundsätzlich, es gibt den Bereich 1, das ist der Bereich, wo wir Hütten bauen, wo wir Rohbau machen, wo wir schwierige Holzarbeiten erledigen, wo wir gefährliche Sachen machen oder auch mal irgendwie Elektroarbeiten. Das, was wir heute gemacht haben, sage ich mal, das ist irgendwie so ganz klarer Bereich 1. Wie genau das denn heißt, müssen wir nochmal gucken. Dann gibt es einen Bereich 2, das ist so mittelschwer, das sind so die Workshops, die wir machen, wo wir irgendwie Spielzeug bauen, wo wir Zertifikate, das fehlt hier noch, wo wir Zertifikate vergeben für, wo wir Leute einbinden können, ganz gut und also auf andere Art und Weise wie hier. Weil hier haben wir eigentlich so, hier braucht so eigentlich ja, 2 Profis, 2 Anfänger. Hier kann man eher sagen, ein Profi, 10 Anfänger. Das ist Bereich 2. Was haben wir da noch? Ja, eher viele Leute. Man auch macht, was Georg mal so forciert hat, also persönliche Gegenstände bauen, irgendwie Sachen, die sinnvoll sind für die Unterkünfte und so weiter. Und dann gibt es noch einen Bereich 3. Das ist das, was ganz leicht ist. Wir haben das Wuselkinder genannt. Und das ist ja auch geil. Guck mal hier. Cool. Wuselkinder, das ist so alles, was man nicht vorhersehen kann. Also irgendwie, wo einfach irgendwas passiert, was man nicht wusste, wo irgendwie plötzlich 20 Kinder hier stehen und man die dann natürlich trotzdem ad hoc irgendwie motivieren will. So. Dann, das haben wir uns erstmal gedacht, so ist ganz gut, wenn man immer weiß, wo man jetzt gerade arbeitet. Bereich 1, Bereich 2 oder Bereich 3. So. Dann ist uns aufgefallen, wie machen wir eigentlich unser Onboarding? Die Onboarding-Frage. Wo kommen die Leute eigentlich an uns ran? Über Bereich 1, Bereich 2 oder Bereich 3? Jetzt gerade ist es so, merket auf, eigentlich kommen gerade alle Leute über den Bereich 3 zu uns. Das führt so ein bisschen dazu, dass die Profis, die hier an uns, die uns über den Bereich 3 quasi kennenlernen, ja, über diesen Wuselkinderbereich, die Profis, die kriegen wir nicht rüber in den Bereich 1, weil die sich nämlich hier total gruseln, weil die so denken, oh Gott, was ein Chaos, da mache ich nicht mit. Dann sind die weg. Das heißt, die müssten wir eher über hier in diesem Bereich onboarden. Das wäre super, wenn wir das hinkriegen. Und gleichzeitig ist es halt cool, dass man irgendwie über diesen Wuselkinderbereich eben Leute jetzt kennenlernt, wie Alex zum Beispiel, der jetzt irgendwie total motiviert ist, dabei ist, der hat von Schreinerei keine Ahnung, aber der macht halt so Sachen wie Übersetzen, der kennt sich gut in der Unterkunft aus, kennt andere Leute und so weiter. Super also. Das war das. Genau. Dann haben wir uns überlegt, und das finde ich so wahnsinnig wichtig, was sind eigentlich die Vorstufen für diese Bereiche? Also wenn wir jetzt irgendwie eine Hütte bauen oder sagen, wir bauen das Café, wir bauen irgendwie die 10 Meter Trennwand, die jetzt irgendwie den Frauenfitnessbereich abgrenzen und so weiter. Was braucht es da für Vorbereitung? Und das sind immer 3 Sachen oder beziehungsweise auch manchmal 4. Erstmal hat irgendwer eine Idee und sagt, hey, wir brauchen das und das. So. Dann muss ein Konzept gemacht werden und eine Zeichnung gemacht werden, wo das irgendwie konkretisiert wird, budgetiert wird, abgesprochen wird, können wir es uns leisten, wie sieht es genau aus, wie machen wir es, wann passiert es und so weiter. Ist es Bereich 1, Bereich 2 oder Bereich 3, tralala. Dann muss man einkaufen gehen, beziehungsweise sagen, irgendwie braucht es einen Recyclingplan. Also wie machen wir es jetzt genau? Machen wir es jetzt aus alten Fenstern, die wir jetzt geschenkt gekriegt haben oder wie passiert es? Und dann kann man in einem dritten Schritt sagen, jetzt passiert's. Zack. Das sind sozusagen die Vorstufen für diesen Einserbereich. Idee, Konzept, Zeichnung, Einkauf und Recycling oder Recycling und dann zack, machen. Für den Bereich 2 ist es ein bisschen anders. Es ist sehr ähnlich, aber es ist doch ein bisschen anders. Am Anfang gibt es eine Idee. Dann setzen wir uns hin, machen ein Konzept, eine Zeichnung, sagen, wie sieht das aus. Jochen hat zum Beispiel gesagt, er würde total gerne Jenga-Türme und Spielsachen bauen mit Kindern, für Kinder. Oder auch die Idee mit dem Idee.
Ideen. Ideen gibt's viele. Genau. Oder die Idee mit diesen Haken für die Wände, ne? Das ist eine super Idee. So, jetzt müssen wir dafür irgendwie ein bisschen überlegen, wie wird es genau gemacht. Dann müssen wir gucken, haben wir das Material dafür. Und am Ende, und das vergessen wir bisher, glaube ich, immer, am Ende braucht es dann einen Bausatz. Dass man nämlich sagt, wir haben das vorbereitet. Also beispielsweise, wenn man 50 Berliner Hocker bauen will, dann muss man eine Bestellung machen bei Possling für den Zuschnitt. Und dann ist das alles zugeschnitten und dann kann man auf einzelne, ich bin so aus Atem, ich rede zu viel. Dann kann man in einzelnen, dann kann man irgendwie 10 Tische hinstellen, wo jeweils 3 Platten, 4 Platten drauf liegen, 20 Schrauben, einen Akkuschrauber und dann kann man daraus halt ein Workshop-artiges Ding machen. So, und dann lernt auch jeder was und am Ende sind alle happy und es gibt irgendwie ein gutes Ergebnis. Und dafür kann man dann wieder ein Zertifikat vergeben. So. Das war das. Das ist ganz wichtig, glaube ich, diese Vorschritte, diese vorbereitenden Sachen nochmal zu erkennen und sich das bewusst zu machen. Weil jetzt gerade, was immer so passiert, ist, dass wir sind hier gerade in diesem Macherbereich, irgendwie machen irgendwie was und versuchen gleichzeitig zu konzeptionieren und gleichzeitig zu überlegen, machen wir Recycling oder so, ne? Und die ganzen Ideen und so, das braucht ein bisschen Struktur. So. Und dann haben wir noch eine Sache, das ist genau eine wunderbare Überleitung rausgefunden. Im Grunde dieser ganze Bereich hier, ne? Das alles ist alles Vorbereitung. Du bist ja auch Kameramann, Jochen, ne? Und das alles, das ist Machen und Umsetzen. Und das sind vom Wesen her sehr verschiedene Dinge, ist klar, ne? Genau. Und das war's. Das haben wir irgendwas vergessen? Ich glaube nicht, ne? Das war eigentlich, das war jetzt das Ergebnis aus einem, ja, aus den Überlegungen des Tages. Beehrt uns bald wieder. Rock. Gibt es eigentlich irgendwie so ein Zeichen? Haben wir irgendwas? Cut.